So, als nächstes erwarten euch Nachrichten von Amnesty aus aller Welt und aus Deutschland, glaube ich auch. Und die Nachrichten liest für euch heute Charlotte. Irak. Laut Amnesty International Berichten bekommen jesidische Überlebende, die in Gefangenschaft der Terrororganisation Islamischer Staat waren, nicht genug Unterstützung von der internationalen Gemeinschaft. Es handelt sich vor allem um Frauen und Mädchen, die versklavt, vergewaltigt und misshandelt wurden. Während eines Besuchs der semi-autonomen kurdischen Region des Iraks im August 2016 interviewten Rechercheure von Amnesty International 18 Frauen und Mädchen. Diese wurden vom IS entführt und konnten entweder entkommen oder wurden nach Lösegeldzahlungen ihrer Familien freigelassen. Offenbar wurden viele von ihnen mehrfach vergewaltigt, geschlagen oder auf andere Weise gefoltert. Sie leiden weiterhin unter den schweren Traumata ihrer Erlebnisse. Die Volksgruppe der Jesiden ist eine Religionsgemeinschaft und eine kurdische Minderheit. Laut UN-Experten gleichen die Massaker der Terrorgruppe Islamischer Staat an den Jesiden im Irak einem Völkermord. Hunderte von jesidischen Frauen und Mädchen, denen die Flucht aus der IS-Gefangenschaft gelungen ist, leben unter schweren Bedingungen. Viele sind von ihren Familien getrennt und brauchen sowohl finanzielle Hilfe als auch psychologische Betreuung. Diese erschreckenden Zeugenaussagen machen deutlich, wie dringend nötig verstärkte internationale Unterstützung ist. Überlebenden muss dabei geholfen werden, mit den langanhaltenden physischen und psychischen Folgen umzugehen, sagte Lynn Malouf, stellvertretende Direktorin für Recherche des Amnesty International Büro Beirut. Bis jetzt gibt es kein einheitliches System, um die Bedürfnisse der Überlebenden der IS-Gefangenschaft zu ermitteln. Es muss mehr getan werden, um den Opfern die nötige Hilfe und Unterstützung zu geben, die sie für ein Leben danach brauchen. Kolumbien. Der Friedensnobelpreis geht dieses Jahr an Kolumbiens Präsidenten Juan Manuel Santos. Gewürdigt wird das Engagement von Santos und seiner Regierung für ein Friedensabkommen mit den FARC-Rebellen. Hinter der Vergabe steht auch die Aufforderung an Kolumbien, die Suche nach Frieden und Gerechtigkeit und vor allem die Hoffnung nicht aufzugeben. Der internationale Generalsekretär von Amnesty International, Salil Shetty, äußerte sich: Wir hoffen, dass die heutige Nachricht alle Parteien ermutigen wird, ihren Einsatz für ein endgültiges Friedensabkommen fortzusetzen, das dem Recht der Opfer auf Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung Rechnung trägt und all den Menschenrechtsverletzungen ein Ende setzt, die den bewaffneten Konflikt bis heute kennzeichnen. Menschenrechtsverstöße gehören nach wie vor zum Alltag vieler Kolumbianer. Langfristig erfolgreich wäre ein Friedensabkommen vor allem dann, wenn es in enger Abstimmung mit jenen Gruppen geschieht, die am meisten unter den blutigen Konflikten im Land leiden. Polen. Das polnische Parlament stimmte am 6. Oktober mit großer Mehrheit gegen ein absolutes Abtreibungsverbot. Die ohnehin schon strengen Abtreibungsgesetze werden damit also nicht verschärft. Amnesty International wertet die Ablehnung als großen Erfolg für die Rechte von Frauen und Mädchen in Polen. In den Tagen vor der Abstimmung waren Millionen Frauen und Mädchen auf die Straße gegangen, um gegen die geplante Verschärfung zu demonstrieren. Offenbar mit Erfolg. Damit wurde ein Gesetz verhindert, das ihre Rechte mit Füßen getreten und ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt hätte, so Gauri von Gulik, stellvertretende Leiterin des Europaprogramms von Amnesty International. Eine Frau, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen muss, sei keine Kriminelle und Entscheidungen über ihren Körper und ihre Gesundheit dürften niemals in die Hände der Politik gelegt werden. Die nationale Abtreibungsgesetzgebung Polens gilt als eine der strengsten in Europa. Auch Amnesty International hatte sich gegen die Verschärfung ausgesprochen. Zahlreiche Aktivistinnen und Aktivisten der polnischen Amnesty-Sektion waren an den Protesten beteiligt. Der Gesetzentwurf wurde zunächst vom polnischen Parlamentsausschuss und tags darauf auch vom Parlamentsplenum abgelehnt. Das waren die Amnesty News.